Da habe ich mich undiplomatisch verhalten. Einer wollte mich hauen, ich kam ihm zuvor. Die von den Rolling Stones, den Bill Wyman. Ja, klar, ich hatte auch mein Messer am Rücken. Ja. Ey, wollt ihr euch kloppen? Wir waren natürlich interessiert, ihn zu kloppen. Ich hatte auch mal mit Gorbatschow zu tun. Hat doch seine Kumpels mitgebracht, die waren so mehr oder weniger alle Weltmeister. Wir hatten aber die qualifizierteren Leute. Die Außenministerin der Vereinigten Staaten. Und durch die Prominenz dieser Leute wurde der Laden halt relativ bekannt. Und gleich ins Wettkampf geschehen, eingegriffen. Dann habe ich doch mein Freund Michael Kur kennengelernt. Das war 1973, da gab es ein Taekwondo-Studio auf dem Kurfürstendamm. Hallo Leute, ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch hier, und zwar Christian Engel. Christian Engel, im Hintergrund seht ihr schon, es geht natürlich wieder um Kampfsport. Christian, sag mir doch mal und den Zuschauern, wie kannst du dich erinnern, was waren deine ersten Erinnerungen an Kampfsport? Ja, wann hast du das erste Mal, wann bist du das erste Mal mit Kampfsport zusammengekommen? Das war 1973, da gab es ein Taekwondo-Studio auf dem Kurfürstendamm in Berlin. Da weiß ich noch, mein Moped, also bei meiner ersten Gürtelprüfung, gelb war das damals, hat mein Moped gestreikt. Kudamm, Ecke, Joachimsthaler, ich bin den Rest gelaufen. In der sogenannten Bonbonniere war so ein Studio. Leider nur ein halbes Jahr, dann war der Laden zu wegen. Dann bin ich in so einem Verein gelandet, später in einer Schule, auch im Kurfürstendamm Carré, die ich dann nach einiger Zeit so geleitet habe. War denn da Trainer? Kurfürstendamm Carré. Kurfürstendamm Carré. Ja. Wie ist die Sportschule? Takudai. Ach, Takudai. Takudai kennt man ja irgendwie auch noch vom Namen her. Ja, ja, oder? War bekannt. Und die erste Sportschule, weißt du noch, wie die hieß? Nee, das war ein Kampfsportinstitut für koreanischen Nationalkampfsport. Ah, okay. Dann bin ich in so einem Verein gewesen, in der Lassenstraße, im Grunewald. Hat mir da nicht so besonders gefallen. Dann bin ich zu Takudai. Da hat uns jemand angesprochen, und zwar, weiß ich auch noch ganz genau, im Athena Grill, den es ja damals noch gab, auf dem Kudamm, wo wir nachts immer um 3 unsere Döner gekriegt haben. Und er fragt, ey, wollt ihr euch kloppen? Wir waren natürlich interessiert, uns zu kloppen. Und ich bin aber der Einzige gewesen, der dort bei Takudai Fuß gefasst hat. Also du hast praktisch mit Taekwondo angefangen. Genau, Taekwondo, das dann bei Takudai halt Karate gemacht, Ichi, Ni, San, Chi und so weiter. Ja, also auch gleich ins Wettkampf geschehen, eingegriffen, natürlich nur mal irgendwie so ein bisschen was. Also ich war nie der Wettkämpfer. Ja. Ich habe mich aber überall gekloppt, was ging. Und wie weit hast du es beim Taekwondo? Ja, nicht weit. Taekwondo, ja, nicht weit. Nee. Also ich habe dann später... Hast du Gelbgurt gemacht? Oder? Ja, Gelb, und dann war dann, also Takudai. Da habe ich dann schon irgendwann mal einen Dan gemacht, und später habe ich dann Kickboxen eingeführt bei Takudai. War auch... Ja, ich war mit dem Achim nicht immer einer Meinung, also der Betreiber der Sportschule. Hab dann mit Detlef in Mariendorf eine Sportschule eröffnet, war so Mitte der 70er Jahre. Da habe ich doch meinen Freund Michael Kur kennengelernt. Ja, seitdem kenne ich den kleinen Micha. Detlef Waslowski hat aber mit dem Kampfsport wenig zu tun. Okay. Dachdeckermeister, und wir sind bis heute befreundet, genau wie mit Michael Kur. Ja. Hatte dann die Schule in Mariendorf, Allgäuer Weg. Ed, Studio of Martial Arts, das war so ein Verein, ein okay. e.V. Hab die dann an Edgardo verkauft, ja, und hab dann im Kurfürstendamm Carré 600 Quadratmeter gemietet. Rohbau. Würde ich nicht nochmal machen. Welcher Zeitraum war das? Etwa 85 habe ich die Räume gemietet. 86 waren wir bauen fertig, also ein Jahr. Wir haben eine 250.000 D-Mark damals investiert. Was wir aber nicht wussten, wir durften ja nicht werben. Also hatte kaum Mitglieder. Also konntest draußen keine Werbung machen. Gar also nix. Nur die Leute, die jetzt durch Kudamm Carré gegangen sind. Auf der anderen Seite war Sperlingsgasse, oder? Genau. Ja, das war auch im Kudamm Carré, weil die Sperlingsgasse. Ja. Ich hatte das Glück, ich habe durch meine Security-Firma, die ich ja auch über 40 Jahre habe schon, habe ich in einigen 5-Sterne-Hotels arbeiten dürfen und Einkaufszentren. Da haben die immer die Leute zu mir geschickt, die in den Hotels gewohnt haben und Sport machen wollten. Und die kamen zu mir, und durch die Prominenz dieser Leute wurde der Laden halt relativ bekannt und so weiter und so weiter. Ich habe die dann irgendwann mal, die Sportschule, an Ashok Nanda, Satori verkauft. Kudamm Carré Geschichte, gibt es nicht mehr. Und wann ging das da zu Ende?
die Ära? Also 91 war, glaube ich, Schließung der Schule. Und in Kulam Carré hat ja dann... Das wurde total umgebaut. Naja, wurde umgebaut. Ja. Und dann hatte der... wurde abgerissen, gibt es ja nicht mehr. Kulam Carré gibt es ja nicht mehr. Hm. Ja. Hm. Und jetzt bin ich hier seit 16 Jahren in Görzallee, 188. Görzallee, genau. Wo wir jetzt gerade hier sind. Und jetzt hast du schon so nebenbei erwähnt, Security. Wie bist du denn dazu gekommen? Du hattest jetzt also ein Sportstudio oder war das schon vorher? Wie muss man sich das vorstellen, die Entwicklung? Also ist ganz einfach. Ich habe damals ja Tag und Nacht bei Takuday gearbeitet. Die Gesamtfläche der Schule Takuday betrug 100 Quadratmeter. So. Ist ja nicht viel. Nee, hat man auch nicht so lange gebraucht, um die zu putzen. Aber dann hat man den damaligen Betreiber, den Achim, angesprochen, ob er nicht die Passage bewachen kann, Kulam Carré. Und er sagt, nee, ich fliege wieder mal nach Mallorca. Engel, mach du mal. Und dann haben sie zu mir gesagt, haben sie so toll gemacht, machen sie mal weiter. War Achim zwar sauer, aber ich habe es halt gut gemacht. Wurde dann auch also aufgefordert, mir Lizenz zur Bewachung zu Bewachungserlaubnis. Und seitdem bin ich halt im Bewachungsgewerbe. Was braucht man dafür für Lizenzen? Naja, du musst jetzt musst du da schon so eine Schulung machen mit Prüfung und musst dann eben eine Lizenz haben von irgendeinem Amt, also Bezirksamt oder so, ja. Und das hatte ich eben alles, ja. Und hatte auch von dem damaligen Stadtrat in Charlottenburg, der hat mich besucht, weil ich mustergültig galt. Ich hatte ja teilweise 60, 70 Mitarbeiter auf einmal. Damals gab es ja sowas noch gar nicht. Also damals gab es Wachschutz. Wachschutz hieß aber es damals. Wir haben, ja, stimmt. Ja, Stubenrohrstraße. Ja. Ja. Das waren geile Typen, die haben halt auch so Sachen gemacht wie, wir fahren jetzt mal bei ihrem Haus vorbei, kostet eine Mark. So. Die haben sich irgendwas überlegt. Ja. Und also das war eigentlich ein neues Geschäftskonzept, oder? Ja. Also so hört sich das an. Wir fahren an ihrem Haus vorbei, kostet eine Mark und dann fahren wir an dem noch vorbei und dann sammeln sie so hier eine Mark, da eine Mark. Ja, die hatten ein Problem, was viele große Firmen ab und zu mal haben. Die sind zu schnell gewachsen nach der Wende, haben eben von Treptow bis zur Klinikerbrücke alle bewacht und die Fahrzeuge, die waren dann eben ständig unterwegs, die Kosten waren zu hoch, ja. Deswegen sind die halt auch im Bach runter, mit hohen Schulden bei der Krankenkasse und so weiter. Und bei uns war das so, ich habe alles selber gemacht. Ich war der Buchhalter, der Geschäftsführer, der Wachmann, der Kontrolleur, ich war alles. Ich war auch, ja, ging natürlich auch ein paar Beziehungen im Eimer, ist klar. Man ist eben wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Wir haben Verkaufsflächenüberwachung eingeführt, das heißt Ladendetektive. Wir haben Personenschutz eingeführt, so etwas gab es ja denn kaum. Da haben sie irgendwelche Wachleute mitgeschickt. Wir hatten aber die qualifizierteren Leute, ja, und so hat man sich weiterentwickelt und wurde bekannt. Und dann wurdest du Berlin bekannt oder bist du dann auch weiter gewachsen oder hast du gesagt, das reicht mir jetzt, wie du gesagt hast, so 60, 70 Leute, das ist noch überschaubar oder dachtest du, expandier oder geh den Bach runter? Also wir haben immer expandiert und hat natürlich dann den kleinen Nachteil gehabt, dass du 24/7 erreichbar sein musstet. Damals gab es ja noch erstmal noch keine Funktelefone. Die ersten Funkttelefone, die haben dir mal 11.500 Mark gekostet. So ein Autotelefon. Genau, da hast du das blöde Ding rumgeschleppt, hast dir ein Armband ausgekugelt mit 300 Mark Grundgebühr im Monat und ging, tut es eben nur ab und zu mal. So, aber trotzdem war man eben an seinem Festnetztelefon, auch manchmal Sonntagnachmittag, hat klasse Aufträge gekriegt, weil die anderen eben nicht am Telefon waren. Oder irgendjemand in der Zentrale nicht richtig so verarbeiten konnte. Und wir haben gesagt, okay, wenn uns der Kunde anrief, Stunde später ist der Mitarbeiter bei Ihnen. Findet man sowas heute. Ja. Und musstest du dich dann irgendwann entscheiden zwischen deinem Security-Unternehmen und der Kampfsportschule oder lief das die ganze Zeit parallel? Also am Kudamm, da war ich ungefähr 6 Jahre, da hatte ich ein großes Büro und da haben wir beides verwaltet. Und die Security hat mehr oder weniger das Kampfsportstudio gestützt, also rein wirtschaftlich, weil wir viel zu wenig Mitglieder hatten. Aber die Leute, die kamen, die waren halt auch bekannt. Und wir wurden halt über die Grenzen Berlins und Deutschlands auch bekannt, weil wir haben dann mal so eine, also ich hatte so eine Idee, wir bilden mal jetzt Bodyguards aus für Kinder.
Für Kinder? Genau, da hatte ich dann mal so 12 Frauen. Eine sah besser aus als die andere. Ja, und wir haben dann auch mal eine Live-Sendung, 5-6 Minuten live, ZDF. Ja, da sind die natürlich dann irgendwann rumgesprungen, wenn ich da mit meinem Auto da ankam. Oh, da ist er, da ist er. Aber sowas vergisst man natürlich auch irgendwann mal. Und das war damals. Ja, und was heißt jetzt für Kinder? Also, dass Bodyguards Kinder beschützt haben oder dass Kinder als Bodyguards ausgebildet wurden? Naja, der Urgedanke war eigentlich, dass wir Frauen ausbilden, die auf Kinder aufpassen. Ja. Ah, okay. Aber wir haben dann eine Idee weitergegeben, weil es gab da mal so eine schreckliche Serie mit Kindesentführungen und so weiter. Ja, auch manchmal mit, ja, und so weiter. Unsere Idee war, dass wenn ein Kind begleitet wird, auch von der Oma, dann ist es unwahrscheinlich, dass es entführt wird. Und es ging dann auch durch die Presse, Fernsehen, Rundfunk, Zeitungen. Und dadurch wurden wir auch bekannt, weil immer mein Name da genannt wurde. So wie heute Michael Kur. Genau. Der ja bei mir angefangen hat. Genau, er sagt ja immer, du bist sein Mentor. Irgendwie, ja. Ja, also wie kamt ihr da zusammen? Du hast ja vorhin gerade erwähnt, ihr habt euch irgendwo da kennengelernt. Wie ist das passiert? Ganz witzig. Also ich habe natürlich irgendwann in der Taco-Day-Zeit die Idee gehabt, ein Sportgeschäft zu eröffnen. Habe dann mein Motorrad verkauft, von dem Motorrad-Erlös konnte ich so die Einrichtung bezahlen. Habe dann in der Seestraße 36 ein Sportgeschäft eröffnet. Wie hieß es? Taco-Day-Sport. Taco-Day, ich habe dann den Achim gefragt, sagte, oh, hab nicht dagegen. Habe ja auch ein bisschen Werbung gemacht für ihn. Und natürlich waren meine Kunden waren auch Kampfsportler, deswegen kannte ich halt auch in Berlin, genau wie Olaf, fast alle Leute, die irgendwas mit Kampfsport zu tun hatten. So, und eines Tages kommt mal so ein kleiner Junge rein in den Laden, 14 Jahre alt, und sagt, ja, ich bin Michael Kur. Und seitdem kennen wir uns. Das war so 76, etwa so, ja. Und seitdem haben wir miteinander zu tun. Und dann hat er bei mir gearbeitet, hat doch seine Kumpels mitgebracht, die waren so mehr oder weniger alle Weltmeister. So hat man niemals irgendwelchen Ärger, weil mit einem Weltmeister legt sich halt ungern an. Ja, ja. Und wenn er jetzt sagt, du bist sein Mentor, wie hast du ihn denn da irgendwie dazu gebracht, dass er dann auch sein Security-Unternehmen ins Leben gerufen hat? Weil er war ja sechsfacher Weltmeister im Kickboxen, Deutschlandhalle und alles Mögliche. Aber da ist ja dann auch nochmal so ein Schritt. Hast du ihn ermutigt oder wie ist das gewesen? Also die Idee mit der eigenen Security, die kam natürlich irgendwie mal von ihm. Was ich ihm nur eingeredet habe, ist, oder ausgeredet, dass er die XYZ-Security nennt. Ich habe gesagt, Micha, Kur-Security. Und mit dem Namen ist er ja nun mega erfolgreich geworden. Ja. Und der hat mich natürlich die ersten zwei, drei Jahre zig Löcher im Bauch gefragt, wie man irgendwas macht. Aber nun ist er der Spezialist für Security in Deutschland. Und du hast jetzt gesagt, ja, Wachschutz ist zur Security geworden. Bodyguards, hast du dann auch persönlich Leute beschützt? Also hast du auch selbst Personenschutz betrieben? Ja, ab und zu schon, obwohl mit meiner 1,70 ist schon ein bisschen komisch. Aber ich hatte so, also schon ein paar Promi-Aufträge, ja. Also, nenn mal irgendein paar Namen. Die Außenministerin der Vereinigten Staaten damals, Madeleine Albright, obwohl sie damals nicht mehr Außenministerin war. Aber man hat trotzdem gesagt, Herr Engel, machen Sie mal, ja, ich im Adeln abgeholt. Oder Hans-Dietrich Genscher. Naja, waren eben eine ganze Menge Leute irgendwo, die von den Rolling Stones, den Bill Wyman, der ist damals auch noch bei den Rolling Stones gewesen, durch das Hotel Kempinski und Steigenberger hatte ich natürlich so ein paar Premium-Kunden. Aber hast du vielleicht ein paar Fotos da noch irgendwo rumzuliegen? Ja, habe ich, aber nicht bei, nicht bei. Nee, nicht bei, aber ihr werdet sehen, wenn ich die bekomme, dann werden die jetzt auch eingeblendet. Wie ist der Werdegang? Ich überlege immer, so, also, du hast eine Sportschule, du fängst mit Security an, machst Wachschutz und plötzlich kommst du in Sphären, sagst Außenministerin, du sagst Genscher und solche, du kommst plötzlich mit solchen Leuten zusammen.
Was passiert da bei dir oder was ist da bei dir passiert? Weil das sind ja eigentlich vorher Leute gewesen, wo du sagst, naja, die werde ich niemals, da werde ich niemals einen Meter Entfernung in der Nähe sein. Man wächst sozusagen mit seinen Aufgaben. Ich hatte auch mal mit Gorbatschow zu tun. Ist mir gerade eingefallen, Gorbatschow, ja. Und das war so die Kohl-Ära, Gorbatschow und Kohl. Und wie gesagt, in den Hotels, man, Sophia Loren, bei mir hat man trainiert, Bruce Springsteen. Man wächst da einfach rein. Ah, ja. Die sind einfach da, oder Raimund Harmsdorf, mit dem bin ich essen gegangen. Oder Udo Lindenberg, mit dem war ich eine Woche unterwegs. Witziger Typ. Und von dem habe ich auch eine ganze Menge gelernt. Also wir haben uns abends immer unterhalten. Und er hat mir erzählt, wie ist er zur Musik gekommen. Also den Rolling Stones schon mal erwähnt, habe ich auch mehrmals zu tun gehabt, AC/DC. Das sind so Sachen, man wächst da eigentlich rein. Und wenn man halt bei seiner Arbeit ist, dann denkt man auch gar nicht darüber nach, wie bekannt oder prominent die Person ist, die du jetzt betreust. Also du hast sie auch als ganz normale Person kennengelernt. Teilweise schon. Nicht als, die hatten auch keine großen Star-Allüren? Überhaupt oder war nicht. Das auch unterschiedlich? Ja, bei Stallone war das so ein bisschen so. Der hat so ein paar Allüren gehabt, aber der war ganz witzig. Also sein Bruder hat mich besucht im Sportstudio und dann bin ich durch den damaligen Parlamentspräsidenten Wohlrabe auf dem Flughafen Tegel damals noch gelandet. Hatte dann auch mit Stallone zu tun, gibt es auch witzige Bilder. Und ja, das ist alles, wird dann irgendwann alles normal. Und wie sehen die dich dann? Du bist jetzt Bodyguard. Haben die, ist jetzt schwierig irgendwie in Worte zu fassen. Also haben die auch so eine gewisse Vorstellung, wie ein Bodyguard sein sollte? Na, größer als ich. Naja, gut, okay, Kur ist ja auch nicht groß. Nö. Also von daher, Größe ist ja nicht das Entscheidende, oder? Also ich habe... Die Skills sind ja eigentlich das, naja, weshalb man Bodyguard engagiert. Also wenn jemand wirklich echt gefährdet ist, da würde ich zwei, drei Leute mitnehmen, auf die ich mich auch körperlich sehr gut verlassen könnte. Aber ich habe mal ein Erlebnis gehabt mit Madeleine Albright, da war auch die Berliner Polizei dabei. Wir waren in einem Berliner Theater, da hat sie sich den Journalisten gestellt und die Polizisten haben sich alle in eine Reihe gesetzt. Bup, 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 bup. Ich stand als Einziger an der Wand, anderthalb Stunden. Hätte eventuell was machen können, wenn einer da reingekommen wäre und hätte was machen wollen. Aber du hast als private Firma manchmal sogar eine extremere Motivation, was für diese Person zu tun. Das ist jetzt jedenfalls mal meine Erfahrung. Und funktioniert das da auch so? Also wie bist du an die Aufträge gekommen? Ist es dann so, dass du durch Empfehlung oder dass die Leute gesehen haben, ach, der hat jetzt von mir aus Stallone da betreut, den nehmen wir auch wieder? Oder wie werden solche Aufträge eigentlich vergeben? Also es ist sehr unterschiedlich. Erstens natürlich durch Empfehlung, ja, du kennst den und den und den und den, dann mach mal den und den. Ja. Bei den Rolling Stones war es zum Beispiel so, da wurde mir ein Preis angeboten, deutlich unter der Gürtellinie. Ich dachte, naja, kann ja nicht schaden. Hast halt dann wieder ein paar prominente Personen mehr betreut. Und dadurch bin ich natürlich dann auch wieder an Folgeaufträge gekommen. Ja, und durch den Bekanntheitsgrad, ich meine, wir essen doch, mal um Beispiel zu nennen, lieber Milka-Schokolade, weil Milka drauf steht, kennen wir alle. Oder Taschentücher sind bei uns ja auch Tempo. Oder Coca ist eben Coca, obwohl das ja nicht schmeckt. Marketing. Ja, dann gibt es natürlich ein Branchenbuch, was es damals gab. Die Einträge haben natürlich zigtausend Mark damals gekostet. Weiterempfehlungen durch die Hotels, die sprechen dich natürlich zuerst an, weil sie dich kennen und mit der Leistung ja scheinbar zufrieden sind. Und wie ist das, weil du gerade Bezahlung angesprochen hast, wird da jedes Mal neu verhandelt oder legst du da deinen Tarif fest und sagst, also pass auf, hier, dafür möchte ich das und das haben, weil
das könnte gefährlich werden oder das bringt mir vielleicht wieder neue Publicity, da gehe ich mal ein bisschen weiter runter. Oder wie legst du denn da deinen Preis oder natürlich auch deinen Wert, weil du leistest ja was. Wie legst du das dann fest? Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt auch sogenannte Promis, die begleitet man halt für nichts, also für kein Geld. So. Dann gibt es da manchmal so Fernsehkameras, die laufen. Dadurch wird man bekannter und Werbung ist ja bekanntlich auch nicht kostenlos. Ich kann mich erinnern, mein erster Auftrag war Morgen Fairchild. Das war damals so eine Fernsehsendung Flamingo Rot. Und der Filmproduzent war Lucky Waldleitner. Die saßen also bei mir im Auto und alle Welt hat es gesehen. Also irgendwie die gefilmt haben, haben es dann irgendwie ins Netz gestellt. So, das waren die ersten Gehversuche sozusagen. Und die habe ich dann auch zum Hotel Kempinski gefahren, vom Flughafen Tegel. Damals 500er SEL Mercedes, dunkelblau. Ja, und dann gibt es eben diese Folgeaufträge. Man kann nicht sagen, du nimmst pauschal den und den Satz. Obwohl es gibt natürlich im Personenschutz, hat jede Firma ihre Sätze, die aber manchmal abweichen, ob du einen Stammkunden hast, einen Neukunden. Mega Gefährdungsgrad. Wir fragen zum Beispiel, wenn wir sowas machen, warum müssen Sie denn beschützt werden? Bei den meisten Leuten ist es ja einfach nur Publicity. Irgend so ein Rapper, der braucht da so drei Mann um sich rum. Ah, okay. Und weil du gerade sagst, Gefährdungsgrad, gab es auch Sachen, die du aus irgendwelchen Gründen, jetzt nicht unbedingt Gefährdung, aber aus persönlichen Gründen abgelehnt hast oder waren solche Aufträge nicht mit dabei? Ja, wir haben Quatschaufträge abgelehnt, wenn wir den Verdacht hatten, dass die Person mit irgendwelchen Sachen handeln könnte. Wir wollen uns da nirgendwo reinziehen lassen und wenn wir ein schlechtes Gefühl hatten, also man muss nicht unbedingt jeden bewachen. Ah, ja. Das ist erst eben so. Inwieweit ist es wichtig, du bist Geschäftsmann, 70er Jahre haben wir jetzt ja gerade gehört, zurück. Inwieweit würdest du sagen, ist es wichtig, wenn du jetzt so einen Auftrag hattest oder auch mit deiner Sportschule, dass deine Person da auch präsent ist und dass du wirklich dranbleibst an der Sache? Oder gibt es auch was ein Selbstläufer ist, wo du sagen kannst, ach Mensch, na, ich warte mal, bis die Aufträge kommen, oder musst du die ganze Zeit auch Präsenz zeigen? Auch das ist unterschiedlich. Wenn man also mit irgendeinem Job am Start ist, sollte man möglichst so viel wie möglich an Zeit investieren, um den Job zum Laufen zu bringen. Wenn man jetzt aber so einen Asiasportladen hat, sollte man vielleicht auch gutes Personal einarbeiten, damit man auch mal zwei Tage in Urlaub fahren kann. Das war ja auch immer mein Problem. Ich bin mein ganzes Leben lang nie länger als einmal bei 21 Tagen im Urlaub. Ansonsten immer eine Woche, 10 Tage, daran hat sich auch nichts geändert. Wenn man eigentlich gute Leute hat, kann man ja auch länger weg. So. Wie hast du deine Leute immer gefunden? Ja, damals war das relativ einfach. Ja. Da hast du einfach gesagt, du bist jetzt Wachmann. Dann kam die Zeit, du musstest den melden. Dann kam die Zeit mit den Führungszeugnissen. Und dann kam die Zeit mit den Prüfungen. Und da bin ich der Meinung, dass das nicht unbedingt was über eine Person aussagt. Der lernt irgendwas auswendig, macht so eine Prüfung, ist Wachmann. Früher habe ich meine Leute rekrutiert, wenn sie zum Beispiel Langzeitstudium Medizin, da wusste ich, der ist ja nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Der Mann macht Judo nebenbei, der macht Karate, der macht Kickboxen und will irgendwann mal Arzt werden. Also der absolute Doofkopf kann es nicht sein. Er kann mit Menschen kommunizieren. Ich meine, wir wissen ja heute, wenn man sich mit einem Wachmann unterhält, muss das Gespräch nicht unbedingt hochwertig sein. Hm. Weil man verlangt als Gesetzgeber einfach ein Führungszeugnis und eine Prüfung. Punkt. Und inwieweit hast du deine Leute dann auch
kampfsportmäßig geschult oder hast du ihnen das empfohlen oder war das für dich irgendwie ein Kriterium überhaupt, wenn du Leute eingestellt hast, dass du gesagt hast, ja, habt ihr irgendeinen Kampfsport-Hintergrund? Also was qualifiziert euch für den Personenschutz? Also ich habe, Personenschutz geht eigentlich nur mit Kampfsport, weil die Waffe kann wirklich nur das allerletzte sein, wonach man greift. Das muss also so auch gehen irgendwie. So. Ich habe meine Leute überwiegend aus den Kampfsportkreisen rekrutiert und dann habe ich so beobachtet, wie sie sich auch privat verhalten. Also mit dem Aufdreher, mit dem Proleten, mit dem Idioten, der kann noch so gut sein, geht nicht. Den kann man nicht für einen Personenschutz verwenden. Und hat ja auch immer geklappt. Über Jahrzehnte. Also die Leute haben dann nicht unbedingt in deiner Sportschule trainiert, aber du hast schon Wert darauf gelegt, dass sie Kampfsport machen. Naja, wie gesagt, ich habe die eben aus diesen Kampfsportkreisen rekrutiert. Die meisten kamen über Micha. Micha Kur, die waren ja alle irgendwie Weltmeister, ja. Aber Personenschutz ist halt bloß so ein kleiner Teil im Bereich Security. Der größte Anteil ist Gebäudeschutz, Einkaufscenter. Wir haben mehrere Einkaufscenter gehabt. Und ich hatte da so gut wie nie Probleme, auch auf unseren Partys, die wir betreut haben. 1000 Gäste am Abend. So gut wie keine Probleme. Gut, wir waren auch ein paar Leute da. Ja? Man rechnet immer für 100 Gäste einen Mann, 100 zahlende Gäste. Und hat sich eigentlich über die Jahre, wir haben zum Beispiel im Forum Steglitz diese Turm-7-Party jahrelang betreut, musste ich jede Woche da sein. Und ich konnte entscheiden, du kommst hier nicht rein. Gab es dann auch mal so Konflikte, weil gerade sagst, du kommst hier nicht rein, dass Leute gesagt haben, naja, doch, ich komme hier rein? Naja, klar, ich hatte auch mein Messer am Rücken. Ja. Das ist vielleicht so 30 Jahre her. Da habe ich mich undiplomatisch verhalten. Einer wollte mich hauen, ich kam ihm zuvor. Der kam mit seinen ganzen zugedröhnten Cousins an. 3, 4, 5 um mich herum, Messer, Bub im Rücken, ich habe es nicht mehr gemerkt. Hätte ich damals schon drauf gehen können, ne? Glück gehabt. Hast du Glück gehabt. Das war so dein, das krasseste Erlebnis, was du hattest. Ich hatte mal privat, bin ich 16 Jahre Flugzeug geflogen und hatte mal in so einer Kiste Cessna 150 in der Luft Motorschaden. Ging mir auch die Düse. Ich habe das Ding ja wohlbehalten noch runtersegeln können, ja. Da habe ich irgendwann gesagt, das ist Blödsinn, das willst du da sowas rumfliegen, private Fliegerei. Oder wir fliegen noch lieber in der Linienmaschine, kriegen da unseren Rotwein. Wenn vorne ein Profi sitzt, das beruhigt schon, ja. Gerade wenn es ein bisschen unruhig wird. Ja. Sag mal, du hast ja gesagt, dein Moped war kaputt und du bist da am Kudamm vorbeigegangen. Aber was hattest du irgendwelche Idole jetzt so aus dem Fernsehen oder Film oder hast du da irgendwie, weil irgendwann muss man ja mal mit Kampfsport zusammengekommen sein, also so die ersten Berührungspunkte. Also wir alle hatten ja, glaube ich, den Bruce Lee im Kopf. Und ich war wahrscheinlich der Einzige, der in Hongkong das Haus besucht hat, in dem der Bruce Lee mal gelebt hat. Ja, Bruce Lee hat uns alle geformt. Also Bruce Lee war auch so. Ja, das ist eigentlich der Universal-King. Dann ist aber ja auch noch interessant, Bruce Lee hat ja sein Jeet Kune Do oder Kung Fu, der kam ja aus dieser Richtung. Aber deine erste Sportart war Taekwondo. War rein zufällig. Also mich hat das Werbeplakat animiert, Institut für koreanischen Nationalsport. Da habe ich mich komplett angesprochen gefühlt. Da muss ich hin. Habe ich dann gemacht. Wie bist du nach Hongkong gekommen? Ja, ich bin ja bis zum heutigen Tag eigentlich Weltreisender. Und Hongkong war eine Station, wo ich öfter mal war. Und von Hongkong aus bin ich dann mal nach Vietnam, bin ich mal nach Thailand, mal in Indonesien, Philippinen, immer hin und her. Hongkong ist übrigens ein guter Ausgangspunkt für ganz Asien. Immer noch oder war das zu der Zeit, als es noch nicht zurückgefallen war an China?
Wann warst du da? Ich war das letzte Mal in Hongkong, kann ich ganz genau sagen, am 1. Juli 1997. Das ist nämlich der Tag, an dem Hongkong an China zurückging. Ah, und da warst du da? Da war ich das letzte Mal da und an dem Tag war ich da. Ah, okay. Also es könnte sich jetzt einiges verändern. Ja, könnte sich verändern. Also jetzt ist so, Bangkok ist auch eine gute Umsteigemöglichkeit für asiatische Flüge. Vielleicht sogar noch besser als Hongkong, weiß ich nicht. Hm. Ich fliege am meisten nach Koh Samui, Thailand. Wie würdest du das eigentlich einschätzen, deine Skills vom Kampfsport, also Disziplin, Durchhaltevermögen, bringen die dir auch was im alltäglichen Leben? Ja, auf jeden Fall. Ja? Also ich sage den Leuten immer, wenn mir einer kommt mit, oh, mein Sohn will ein bisschen Selbstverteidigung sein. Ja, Selbstverteidigung ist so ein Begriff. Wenn sie sich mit einem Straßenschläger auseinandersetzen müssen, werden sie meist der Verlierer sein, weil sie denken sportlich und er, ihm ist halt egal. Aber sag mal schon, durch eine aufrechte Gangart kann man signalisieren, mach mal lieber mit dem, auch nicht mit mir. Also ist meine Erfahrung. Ja? Und ich bin ja nun wirklich, letztes Jahr 76 Flüge hatte ich da, war alle 3 Wochen unterwegs und in zig Ländern. Und ich habe nirgendwo auf der Welt, nirgendwo, irgendwelche Probleme gehabt. Nirgendwo. Auch nicht da, wo Stress ist. Nirgendwo. Und das würdest du jetzt auch sagen, wenn jemand zum Kampfsport kommt, zum Beispiel hier, in die Kampfsport-Engel, dass es nicht nur um das Training geht, sondern auch um Charakterbildung oder wie könnte man das beschreiben? Also gehe ich da voll mit. Also Sport formt auch den Charakter. Wir haben hier demnächst eine Privatstunde mit einem deutschlandweit bekannten Fußballclub. Ja, werden vielleicht so 15 bis 20 Leute, mit denen mache ich so ein bisschen Kickboxen-Training. Das macht mir Spaß. Und ich sag mal, Sport ist eigentlich eine Sache, besser noch Kampfsport, die man eigentlich betreiben muss. So wie jeder Chinese oder Asiate Beispiel Tai Chi im Park macht. Wenn die Leute jetzt zu dir kommen, fragst du die eigentlich auch, was ist deine Motivation? Genau. Ja? Was kommen denn da so für Antworten? Also erstmal frage ich genau die Motivation, zu uns zu kommen. Wenn einer sagt, ich will hier fighten, bis der Arzt kommt, dann sage ich, geh mal zu Daniel Delage. Ja? Ja, wieso? Wer ist der Kampfprofi? Wir zum Beispiel sind gut darin, Leute zu motivieren. Combat Berlin, ja, genau. Daniel, ja. Ja. Also den kann ich wirklich top empfehlen. Der hat übrigens 1976 auch bei mir trainiert. Und der ist sehr, sehr intensiv auch in diesem ganzen, ich weiß nicht, WAKO oder WKU, also alles, was Kickboxen ist. Und da sagst du dann, du, geh mal lieber dahin. Genau. Wer ist bei dir dann richtig? Also wo würdest du sagen, ja, das ist genau das. Also ich gehe jetzt in ein Restaurant und alle, die da sitzen, könnten bei mir trainieren. Weil ich von den Leuten nur das abverlange, was sie geben können an Leistung. Ja? Wenn einer sagt, er kann nicht mehr hin, so. Und da sind wir die Profis. Wir haben nur nette Teilnehmer. Wir haben nicht allzu viele Kurse. Wir müssen halt, wenn mal ein Kurs ausfällt, ist es auch kein Problem, den zu ersetzen. Wir sind keine Massenabfertigung. Mich gibt es ja schon seit 1973 und wer davon nicht rede. Siebst du auch manchmal Leute aus, wenn du merkst, der passt gar nicht hier oder die passt gar nicht in das Konzept rein? Was ich absolut nicht leiden kann, ist, wenn man grob wird, obwohl man merkt, sein Gegenüber kann nicht, will nicht, wird nicht. Und was ganz schlimm ist, man muss unterscheiden zwischen Mädchen und Junge. Und wer da den Unterschied nicht begreift, der hat bei uns absolut nichts zu suchen. Also das ist auch eine Botschaft, denke ich mal,
die man generell rausgeben kann. Wer jetzt Bedenken hat, ach, wie ist das in der Kampfsportschule, da sind immer die Trainer, die auch darauf achten, dass jeder nur so gefordert wird, wie das auch die Person hergibt. Absolut, kann ich Olaf nur recht geben. Ja, also da muss man sich wirklich gar keine Gedanken machen. Ach, ich weiß nicht, und das könnte dann, oder mir bricht jemand eine Nase oder so. Das passiert nicht, ja. Ja, mir ist es schon mal passiert, zweimal, ja. Nase, bupp, bupp. Ja. Das ist, wenn man halt einen Fuß an den Kopf kriegt und die falsche Seite. Aber das haben wir früher im Karate, hatten wir ja auch so gut wie keine Deckung. Ja, Deckungsarbeit im Karate war also fast null. Und die Schützer waren ja auch ganz gut. Ja, keine Schützer. Ja, ja. Wir hatten ja keine. Wir waren allerdings, wenn man unsere Knochen gesehen hat, hat man es uns schon in Ruhe gelassen. Aber das ist halt lange her. Ja. Ja. Heute sind wir die Netten. Wie ist denn, guter Übergang, wie würdest du sagen, wie haben sich die Schüler verändert? Haben die sich verändert oder ist es noch ganz genau das gleiche Klientel, was du früher hattest? Wie würdest du das einschätzen? Also pauschal würde ich mal sagen, die Schüler bleiben heutzutage nicht mehr ganz so lange. Früher hattest du Schüler über Jahre. Heute die Hälfte der Leute, die zu uns kommen, wechseln irgendwann mal aus den unterschiedlichsten Gründen. Also ist mir auch völlig egal, wenn jemand geht, dann geht er halt. Aber es gibt auch eine ganze Menge Leute, die wiederkommen. Weil sie eben doch vergleichen. Es gibt ja gar nicht mehr so viele kleine Schulen. Wir haben hier 341 Quadratmeter, davon ungefähr 200 Quadratmeter Trainingsfläche. Wir sind also nicht groß. Und Bei uns gibt es auch nicht diese typische Massenabfertigung. Wir wollen noch nicht jeden Tag 5 neue Leute haben. Die Leute sollen sich halt, wenn sie zu uns kommen, in die Gruppe integrieren. Und dann wird sich zeigen, ob sie auch in der Gruppe angenommen werden. Und wenn das überhaupt nicht der Fall ist, dann reden wir mit denen. Und das klappt bisher ganz gut. Christian. Olaf. Ich freue mich. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Und ich denke, es macht euch zu Hause auch wieder neue Motivation für euren täglichen Kampf. Dann das Leben ist ein täglicher Kampf. Und umso besser man trainiert ist, umso mehr Spaß macht dieser Kampf. Und wie Christian gesagt hat, man geht da auch gelassen durch das Leben. Ja, genau. Christian, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Wir haben jetzt nicht über irgendwelche Zukunftssachen gesprochen, aber wenn ihr ihn so seht, dann wisst ihr, mit Christian ist auch weiterhin zu rechnen. Ich danke dir. Olaf, danke dir. Macht's gut.